Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei KI und wollen uns heute mal um das Unsupervised Learning kümmern. Das wird zugleich das letzte Video der Einstiegsreihe sein, in der es ja nur um das Grundverständnis von neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz ging. Und ja, und jetzt wollen wir mal sehen, wir haben beim letzten Mal ja Supervised Learning eine Möglichkeit gesehen mit der Bilderkennung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das machen können, wenn wir keine Referenzdaten haben. Zielgruppe wie immer, 12. Klasse und alle KI-Interessierten. Ein gern genommenes Beispiel für Unsupervised Learning ist die Steuerung eines Autos oder eines Fahrzeugs. Was brauchen wir dafür? Wenn wir diesen kleinen Kerl da hin und her steuern wollen, also ich sag mal vorwärts fahren wollen, ist es auf jeden Fall mal sinnvoll zu wissen, was vor einem ist, ja, damit man nicht auf irgendeine Wand fährt. Es ist aber auch interessant, was links und rechts vor einem ist, ja, damit wir auch in der Lage sind zu sagen, okay, ich möchte jetzt nach links steuern oder ich muss von links wegsteuern, je nachdem, wie wir das Ganze dann verschaltet. Also, wir haben Eingangssignale für unser neuronales Netz, in dem Fall für unser autoneuronales Netz, wo wir einfach wissen wollen, was ist vor mir und zwar direkt vor mir, links vor mir und rechts vor mir. Was auch noch wichtig ist, ist die aktuelle Geschwindigkeit und wie das Lenkrad eingeschlagen ist, aber um die Richtung kümmern wir uns gleich. So, Geschwindigkeit, das ist jetzt eine Information, die ich eigentlich auch als Eingangssignal brauche. Und jetzt geht es auch darum, was kann ich denn tun, damit dieses Auto fährt? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Sachen: einmal das Gaspedal und einmal die Bremse. So, diese beiden Sachen brauche ich jetzt auch als Ausgangssignale später für mein neuronales Netz, weil das möchte ich dann sozusagen an mein Auto dann anschließen. Ja? Also mein neuronales Netz muss dem Auto sagen, bitte jetzt beschleunigen oder bitte jetzt bremsen. Dann hat man noch die Ausrichtung des Fahrzeugs. Wir wollen das steuern mit unserem, ja, Lenkrad. Wenn wir das in die eine Richtung drehen oder in die andere Richtung drehen, ändert sich der Winkel des Fahrzeugs und das habe ich in der Software jetzt noch normiert, sodass der Winkel immer positiv ist und zwischen 0 und 2 Pi. Gut, das wären jetzt mal so die wesentlichen Elemente. Und das Ganze soll jetzt in ein neuronales Netz reingehen. Also wir haben links die Eingangssignale, Geschwindigkeit, Winkel des Fahrzeugs, die Entfernung links vorne, rechts vorne und direkt vor mir. Und rechts haben wir die Ausgangsinformation, das Lenkrad und das Beschleunigen bzw. Bremsen. Beim Lenkrad ist es so, dass die positiven Winkel in die eine Richtung, die negativen Winkel in die andere Richtung führen. Und beim Gas und Bremse ist es, dass positiv einfach beschleunigt und negativ bremst. So, das heißt, wir haben unsere Eingangssignale, die führen wir auf unsere Eingangsneuronen, so wie eigentlich immer. Und die Ausgangssignale sind halt ganz normal unsere Ausgangsneuronen. Dazwischen hänge ich jetzt eine Hiddenschicht rein. Ich habe mich dazu entschlossen, genauso viele Hiddenneuronen wie Eingangsneuronen zu machen. Mehr macht keinen wirklichen Sinn. Weniger ist aus meiner Sicht zu wenig, weil wir die Signale dann nicht sauber verarbeiten können. Gut, ja, dann vernetzen wir das Ganze in einem Dense Network und müssen uns jetzt noch überlegen, welche Aktivierungsfunktion brauche ich denn hier. Nachdem ich alle Eingangsinformationen im positiven Bereich erwarte, also wir haben die Winkel ja im positiven Bereich normiert, die Distanzen sind immer positiv, wenn es negativ ist, bin ich ja schon durchgefahren durch die Schranke. Die Geschwindigkeit ist auch ein positiver Wert, weil ich nicht rückwärts fahren möchte, habe ich mich jetzt hier für eine Relu entschieden, weil die eben linear die Werte eben einfach ganz normal oder die positiven Werte normal weiterlaufen lässt. So, fürs Ausgangssignal kann ich jetzt keine Relu verwenden, weil ich auch negative Werte benötige. Und somit fällt auch Sigmoid flach. Das heißt, ich brauche hier die Tangens Hyperbolicus, weil ich, wie gesagt, im negativen und im positiven Bereich Ausgangssignale brauche. Und dementsprechend habe ich hier die Tangens Hyperbolicus verwendet, weil die eben in beide Richtungen, also im negativen und im positiven, symmetrisch ist. So, das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben keine Sollwerte.
Nochmal in Erinnerung gerufen. Bei der Bilderkennung haben wir Trainingsdaten gehabt, wo wir gesagt haben, wir geben diese Eingangsinformation rein, das war ein Bild, und wir wussten, was auf dem Bild ist und wussten dann, was am Ausgang zu erwarten ist. Das haben wir hier nicht. Wir wissen nicht, in welcher Distanz-, Geschwindigkeits-, Winkelkombination ich was, wie, wo machen muss. Man kann das natürlich selber definieren, indem ich mir einfach sinnvolle Gedanken mache und sage, ja, wenn ich jetzt vorne die Distanz, wenn die zu gering ist, dann gehe ich auf die Bremse oder was auch immer. Aber für die reine Programmierung oder das reine Selbstlernen eines neuronalen Netzes habe ich keine definierten Erwartungswerte am Ausgang. Das gibt es hier nicht. Und das ist ein Problem, das wir hier in irgendeiner Form lösen müssen. Ja, wir können unseren bisherigen Lernalgorithmen mit der Delta-Lernregel und der Backpropagation hier nicht verwenden. Wir brauchen eine andere Lösung. Gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt hier meine Gewichte wieder habe. Ich habe mich wieder auf zwei Dimensionen konzentriert. Und die Höhe ist jetzt nicht der Fehler, wie wir es beim letzten Mal hatten, sondern die Strecke, die ich fahre. Ja, also gehen wir mal davon aus, wir haben ein Fahrzeug, das lassen wir über irgendeine definierte Fahrbahn fahren. Und je länger es fährt, je weiter es fährt, ohne von der Fahrbahn zu fliegen oder gegen die Leitplanke zu rauschen, umso besser. Das heißt, die Höhe des Graphen soll jetzt die Strecke sein, die das Auto fährt. Und das hat jetzt hier ein Optimum. Ja, idealerweise kann es natürlich unendlich lang fahren, aber gehen wir mal davon aus, wir haben einfach einen Rundkurs und wir wollen einmal rumkommen. Und das wäre dann das Optimum. Das heißt, die Gewichte, ich habe sehr viel mehr, aber wie gesagt, wir beschränken uns jetzt wieder auf zwei. Die Gewichtskombination ist genau so, dass wenn ich jetzt hier in der Mitte in dieser Wölbung bin, bin ich im Optimalbereich. Schauen wir uns das mal von oben an, da kann man es ein bisschen besser sehen. Wir haben gesagt, wir haben keinerlei mathematisches Verfahren für die Optimierung. Also wir können keine Delta-Lernregel anwenden, kein Backpropagation, nichts, weil wir keinen definierten Sollwert am Ausgang haben. Das geht hier an der Stelle nicht. Und hier bitte an der Stelle nochmal in Erinnerung rufen, Ausgang ist ja nicht die Strecke, die wir gefahren haben, sondern Ausgang ist die Position des Gaspedals bzw. der Bremse und die Stellung des Lenkrads. Das sind meine Ausgangssignale und die führen dann zu einer gefahrenen Strecke. Und ich kann eben nicht für die einzelnen Eingangssituationen die Ausgangswerte definieren. Was ich aber machen kann, ist, ich kann einfach mal irgendeinen Wert annehmen, eine Zufallsposition. Also ich nehme jetzt irgendwie zwei zufällig gewählte Gewichte jetzt in unserem zweidimensionalen Gewichtsfeld. So, und dann werde ich einfach dieses Auto damit mal bestücken. Wie gesagt, beim Auto sind es sehr viel mehr Gewichte, aber wir wollen es ja erstmal ein bisschen reduzieren, um zu verstehen, was da im Hintergrund läuft. So, wir haben jetzt hier irgendeine Strecke. Und haben jetzt für diese Strecke wollen wir jetzt einfach das Auto fahren lassen. Das heißt, wir setzen es an die Startposition und das Ding legt los. Und dann sehen wir, dann sind wir relativ schnell irgendwo an der Kante. Das heißt, das ist jetzt die Strecke, die wir gefahren haben. Also nicht besonders weit, also müssen wir was ändern. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann eine zufällige Veränderung durchführen. Ich kann einfach sagen, ich gehe jetzt beispielsweise hier hin. Und dann lasse ich das Auto wieder fahren. Und jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Das heißt, dieser Wert ist jetzt besser als der vorige. Und jetzt mache ich wieder eine zufällige Veränderung. Zum Beispiel hierhin. Ja, rein durch Zufallszahlen. Da steckt momentan noch nicht mehr dahinter als wirklich ein zufälliger Wert. Wir lassen das Auto wieder fahren und kommen jetzt wieder ungefähr so weit wie vorher. Das heißt, der erste Zufallswert war genauso schlecht wie der und der zweite Zufallswert war sehr viel besser. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie wieder weitermachen und probiere es jetzt weiter und weiter und weiter und suche so lange, bis ich den Optimalwert habe. So, das ist jetzt erstmal,
ja nicht mehr wie ein Zufallsprodukt. Und es ist klar, dass wenn ich jetzt irgendwie 60, 70 verschiedene Gewichte habe, dass die Chance, dass ich zufällig den richtigen Punkt finde von all diesen Gewichten, sehr, sehr, sehr gering ist. Das heißt, ich muss mir irgendwas Schlaueres überlegen. Dazu kommen noch ein paar weitere Probleme. Im Prinzip könnte ich jetzt nämlich Folgendes tun. Ich könnte sagen, ich mache eine Veränderung von der letztbesten Position. Ja, das heißt, ich habe jetzt irgendwo eine Position gefunden und sage, aha, ich bin jetzt besser als beim allerersten Mal und ich versuche jetzt an der Position, an der ich bin, einfach nur ein kleines Stück weiterzugehen. Und wenn jetzt diese Länge meiner Bewegung zu groß ist, dann werde ich wieder genauso zufällig um mein Optimum hin und her laufen wie vorher auch, als wenn ich komplett nur Zufallswerte identifizieren würde. Das heißt, so große Veränderungen dürfen wir nicht haben. Das heißt, was ich machen müsste, ist zum einen, ich müsste immer nur ganz wenige Gewichte ändern. Ja, das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, möglichst kleine Veränderung der Gewichte, um eben zu sehen, hat denn die kleine Veränderung jetzt eine Verbesserung gebracht? Und wenn ja, kann ich versuchen, in diese Richtung weiterzugehen. Wenn nein, kann ich sagen, okay, dann gehe ich wieder zurück auf den letzten Punkt, der noch besser war. So, und hier gibt es jetzt auch wieder ein kleines Problem. Stellen wir uns vor, wir haben eben ein sehr, sehr großes Feld. Dann ist eine kleine Veränderung nicht wirklich schlau, weil ich brauche ewig, bis ich an irgendein Optimum komme. Wenn ich Pech habe, bin ich sogar noch auf einem Plateau und weiß gar nicht, ob ich jetzt in die richtige Richtung laufe. Und das kann wirklich bedeuten, dass ich dann wirklich unendlich lang mein Kreuz irgendwie im Kreis hin und her führe, aber nicht an das wirkliche Optimum komme. Das heißt, ich muss an der Stelle in der Lage sein, beispielsweise ganz am Anfang erstmal mit großen Gewichten zu arbeiten und dann kleinere Gewichte zu machen. Ja? Das heißt, ich muss meine Gewichte dynamisch anpassen. Und das ist nicht nur für diese Systematik eine gute Idee, sondern auch für ein anderes Problem. Das war ja so ähnlich auch schon mal woanders gesehen haben. Und zwar, ich schaue mir jetzt mal nur ein Gewicht an. Und die Strecke. Ja, das heißt, ich verändere dieses Gewicht und je nachdem, wie ich es verändere, komme ich auf unterschiedliche Strecken, die ich maximal fahren kann. Angenommen, ich fange hier an. Und ich sage jetzt, okay, ich komme jetzt eine gewisse Strecke und jetzt verändere ich von hier aus, weil ich denke mir, ja, vielleicht kann es noch besser werden. Und diese Veränderung habe ich jetzt auf einen kleinen Wert minimiert, dass ich sage, ich darf nur eine gewisse Strecke maximal verändern. Sagen wir mal, das ist diese Strecke. Dann lande ich vielleicht hier. Ja? Und das ist also die größtmögliche Veränderung. Und jetzt bin ich besser geworden, freue mich, hurra, es ist besser, super. Schauen wir mal, ob es noch besser geht. Und dann bin ich irgendwann hier. Und das ist ein lokales Maximum. Und dieses lokale Maximum führt jetzt dazu, dass wenn meine Veränderung sehr, sehr klein ist, meine Möglichkeit für die Veränderung, dass ich hier gefangen bin. Ich komme hier nicht mehr weg, weil wenn ich jetzt einen kleinen Schritt nach links gehe, wird es schlechter. Wenn ich einen kleinen Schritt nach rechts gehe, wird es auch schlechter. Das heißt, mein Algorithmus würde jetzt sagen, boah, da bleiben wir jetzt, weil besser wird es nicht mehr. Und das ist falsch. Aber der Algorithmus weiß ja nicht, dass links ein globales Maximum ist. Und die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist, wenn mein Auto immer und immer und immer wieder gegen die Wand fährt, schon nach 5 Metern, dass ich sage, okay, ich bin jetzt in so einem lokalen Maximum gefangen und ich muss jetzt meine Schrittweite, also die Veränderungsbreite erhöhen, um aus so einem lokalen Maximum rauszukommen. Ja, beispielsweise um diesen Betrag und dann sehe ich, hoppla, wenn ich jetzt wirklich sehr stark mich verändere, dann habe ich an der Stelle jetzt plötzlich einen höheren Wert und ich würde jetzt an der Stelle weitersuchen. Und dann hätte ich wieder mit kleineren Veränderungen die Chance, dieses globale Maximum zu finden.
Jetzt gibt es noch eine zweite Problematik. Wir haben vorhin gesagt, immer nur wenige Gewichte anpassen. Und zwar werden wir es in der Software tatsächlich so machen, dass wir nur ein Gewicht anpassen. Und hier gibt es jetzt auch wieder ein Problem. Grundsätzlich mal ist es erstmal eine gute Idee, nur ein Gewicht anzupassen, weil ich dann weniger Komplexität habe und weniger sozusagen mit dem Zufallsergebnis leben muss. Aber wir haben hier ein kleines Problem. Angenommen, wir fangen hier an. Das ist mein erster Zufallswert und ich möchte jetzt hier in die Mitte zu diesem Optimum kommen. Und ich bewege jetzt nur mein Gewicht W1 auf irgendeinen neuen Zufallswert. Und das würde ja bedeuten, dass ich in dieser Ebene nur nach oben und nach unten laufen kann. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier auf dieser Linie mein Kreuz nach oben oder nach unten schieben. Und das führt logischerweise niemals zum Optimum, weil egal wie ich das drehe und wende, ich laufe immer an diesem Gipfel sozusagen vorbei. Und das ist schlecht. Gleiches gilt, wenn ich mein W2 verändere. Das kann ich nur in diese Achse verändern. Und da habe ich das gleiche Problem wieder. Das heißt, wenn ich nur W1 und nur W2 verändere in einem Durchgang, also exklusiv, dann werde ich nie dieses Optimum erreichen. Das heißt, an der Stelle müsste ich jetzt streng genommen einen neuen Weg suchen und zwar beide gleichzeitig verändern. Nur dann habe ich die Möglichkeit, hier dieses Optimum zu finden. Jetzt kann man sagen, ja, dann macht es halt. Ja? Also verändere einfach immer alle Gewichte ein bisschen. Das ist in dieser speziellen Situation in der Tat eine Lösung. Aber wenn ich jetzt nur ein Gewicht verändere, stellen wir uns mal vor, wenn ich jetzt W1 verändere, dann werde ich besser. Wenn ich aber parallel dazu W2 verändere und diese Optimierung dadurch wieder zurücknehme, weiß ich nicht, dass ich W1 in die richtige Richtung verändert habe. Das heißt, es gibt immer Situationen, wo das eine und wo das andere besser ist. Und das Einzige, was wir hier an Maßstab haben, ist, wie weit komme ich mit meinem Auto? Und deswegen kann man Folgendes tun. Man kann sagen, wir probieren jetzt einfach mal W1 so lange zu ändern, bis es besser wird. Und nach einer gewissen Zeit sagen wir uns, nee, das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Wir müssen jetzt zwei Gewichte gleichzeitig ändern. Oder vielleicht mal drei Gewichte gleichzeitig. Ja? Das heißt, wenn die Veränderung eines einzelnen Gewichtes nichts bringt, dann probieren wir mal zwei. Das wäre eine Strategie. Es gibt noch andere. Man kann beispielsweise vielleicht eine Kombination von Gewichten verwenden, die jetzt ja, im letzten Durchgang sehr gut waren. Und geringer Gewichte dann eine schlechtere Kombination, ja, irgendein ein Gendefekt sozusagen einführen. Auch das ist möglich. Aber in unserem Algorithmus werden wir das jetzt einfach so machen. Wir gucken einfach, wenn es zu oft und zu lange irgendwie schiefgelaufen ist, dann werden wir in irgendeiner Form versuchen, das Ganze über andere Wege zu machen. Aber das gucken wir uns dann auch im Code gleich nochmal an. Grundsätzlich geht es hier immer, dass wir die Veränderungskomplexität und die Vorhersagbarkeit in irgendeiner Form in eine Balance bringen müssen. Ja, also wir müssen halt gucken, wenn ich nur einen Wert ändere, dann kann ich sehr genau sagen, ob ich, also in den meisten Situationen, ob dieser Wert jetzt in die richtige Richtung ging. Aber in so einer Situation, wie wir es gerade gesehen haben, bringt es nichts. Das heißt, ich muss die Veränderungsmechanik komplizierter machen. Ja? Dadurch ist es aber schwerer zu erkennen, was jetzt ein einzelnes Gewicht an Veränderung bringt. Und das müssen wir jetzt irgendwie in den Griff kriegen. So, bevor wir in den Code gehen, nochmal ein paar Grundvoraussetzungen, damit wir so eine unsupervised Optimierung überhaupt hinkriegen. So, das eine ist, wir brauchen ein messbares Qualitätsmerkmal. Und das haben wir, weil das ist die zurückgelegte Strecke. Wie weit kommt mein Auto? Und ja, das ist jetzt einfach ein Merkmal, mit dem wir arbeiten können. Wir müssen es halt irgendwie im Programm messen. Dann brauchen wir einen direkten Zugriff auf die Gewichte. Das haben wir in unserem neuronalen Netz noch nicht. Das werden wir gleich mal einbauen, dass wir das dann machen können. Ich werde den Code für das Auto selber jetzt ein bisschen erklären, aber nicht Schritt für Schritt entwickeln. Ich werde ihn dann auch wieder hochladen und euch einen Link hinterlegen, dass ihr euch das dann in Ruhe mal anschauen könnt.
Er ist jetzt auch nicht wirklich optimal gestaltet. Es gibt ein paar Flausen drin in dem Code. Aber im Prinzip geht es hier wirklich einzig und allein darum, dass ihr mal seht, wie man so eine Optimierung durchführen kann. Und wer will, kann dann noch ein bisschen im Code aufräumen. Das macht jeder, wie er lustig ist. So, wir müssen das Verhalten simulieren können. Eben in der Software. Also es macht keinen Sinn, was weiß ich, ein echtes Auto zu nehmen und den Algorithmus einbauen und das Auto fahren lassen, bis es am nächsten Brückenpfeiler kracht und dann nimmt man das nächste Auto. Das wird nicht gehen. Wir brauchen hier eine Simulierbarkeit des Verhaltens, damit wir das überhaupt realisieren können. Und dann könnte man es theoretisch in ein echtes Auto einbauen, wobei natürlich die Komplexität von echten Fahrzeugen natürlich eine ganz andere ist. So, was auch wichtig ist, ist eine Parallelisierung der Simulation. Und zwar, wir werden das ganz einfach so machen, dass wir nicht ein Auto mit einem Parameterset bestücken, sondern 50 und lassen einfach mal 50 los und suchen uns dann den besten aus. Das ist in aller Regel die einfachste Strategie und das habe ich hier auch realisiert. So, und dann müssen wir natürlich, wenn die Veränderungen nicht zu einer Verbesserung führt, dann müssen wir hier eben dynamisch adaptieren. Das ist das, was wir uns vorhin eben gerade angeguckt haben. Irgendeinen schlauen Algorithmus, der eben dafür sorgt, dass wenn die Zufallsänderungen nicht zu einem besseren Ergebnis führen, dass wir da am Grundsatz was anpassen. So, ja, dann gehen wir mal in den Code rein. Ja, und ja, das Erste, was wir machen müssen, wir müssen unser neuronales Netz ein bisschen anpassen. Und zwar um eine Methode, wo wir die Gewichte setzen können. Bis jetzt haben wir es ja eben immer durch diesen Lernalgorithmus gemacht und ein paar Zufallswerten. Und jetzt müssen wir sie basierend auf einem optimalen historischen Wert ja, leicht verändern und neu optimieren. Und dazu müssen wir einfach direkten Zugriff auf die Gewichte haben. Also double weights und dann haben wir hier erstmal int, auch das mal ein bisschen ja, umständlich in Anführungsstrichen. Dann brauchen wir True, brauchen wir das? Ja, das haben wir ja. Bias, den nehmen wir gerade noch mit. Wir werden das mit Bias durchführen, unser neuronales Netz, aber ich nehme den Wert hier einfach mit, dass wir das für andere Beispiele auch verwenden können. So, if weights.length ist ungleich number of expected weights, dann throw new und das haben wir value expected. Dann haben wir hier length String so. Was brauchen wir noch? Das Expected Value brauchen wir noch. Dann was haben wir noch? Value Name. Und die Methode packen wir hier noch rein. So. Gut, dann haben wir zumindest das. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein Throws hinterlegen. Semikolon noch. Na? Den brauchen wir natürlich nicht. Und das Throws. So, dann haben wir zumindest mal ein bisschen Error Handling gemacht. Und Pass ist gleich 0. Wir brauchen die Position in unseren. Brauchen wir das?
Ja, in unserer aktuellen in unserem Weights Array. Und jetzt gehen wir halt einfach durch. Wo brauchen wir die Gewichte? Natürlich in unserer Hidden Schicht erstmal vor Neuron Layer L. Und zwar Hidden Layers. Wir gehen erstmal die durch. Vor. Dann. List. Und dann sage ich einfach nur so, dass ich im Worker-Neuron was machen muss. Ne? Ich brauche nämlich den Zugriff auf die Connections. Public. Was haben wir hier? Damit kommen wir da drauf und jetzt können wir hier sagen for Connection C in WN get Connections. So, und jetzt gehe ich einfach mit meinen Gewichten rein, also C.setWeight und Post++ und damit halt nicht Post++, Weights. Von Post++. So, damit setze ich jetzt die einzelnen Gewichte aus meinem übergebenen Array. Und jetzt müssen wir am Schluss natürlich noch die Outputs machen. For halt, das machen wir so. Dann get oder halt Outputs. So, damit müsste das jetzt eigentlich auch laufen. Gut, damit haben wir jetzt unser neuronales Netz soweit vorbereitet und jetzt mache ich hier ein neues Package BS7NN Cars. So, und da kopiere ich jetzt einfach den Code rein. Wie gesagt, ich werde den dann auch hochladen und dann könnt ihr das in aller Ruhe nochmal anschauen. So, ich habe es jetzt reinkopiert. Gehen wir es mal ganz kurz durch. Gehen wir mal KNN, das ist das neuronale Netz. Wir haben fünf Inputs, haben wir besprochen, zwei Outputs, eine Hiddenschicht, dann die Hidden Neurons, genauso viele wie die Inputs und dann geht es alles seinen normalen Weg. Was ist dann noch interessant? Das ist eigentlich alles relativ easy. Ich habe noch die Möglichkeit realisiert, dass wir das Parameterset dann schreiben können und wieder lesen können. Sollte man das für irgendwelche Versuche mal ein bisschen, ja, ein bisschen aufblasen wollen oder ein bisschen rumprobieren wollen. Ja, dann gibt es die Car. Das ist einfach nur ein Rechteck, das durch die Gegend fährt. Das haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Und da haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, es zu schreiben und zu lesen. Wobei ich das eigentlich auch hauptsächlich deswegen eingebaut habe, wenn man da noch ein bisschen rumspielen möchte. Spannend wird es beim Car Builder. Hier sind die wesentlichen Elemente drin, die wir für die Manipulation des neuronalen Netzes oder der Gewichte haben. Erstmal habe ich gesagt, ich brauche 50 Autos. Also ich lasse immer pro Durchgang 50 Autos laufen. Und ich nehme immer nur von der Liste der Besten den ersten. Ja, wenn ich hier zwei eintragen würde, dann schaut sich die Software die besten beiden Autos an und bildet dann, was die Gewichte angeht, einen Durchschnitt von den beiden. Und da kann man ein bisschen rumspielen. Nochmal, die Software ist primär dafür da, dass wir einfach ein paar Erfahrungen sammeln können. Dann ist es so, dass ich eine Strecke habe, also einen Rundkurs. Ich lasse es mal ganz kurz, ich starte es mal schnell. Also das ist jetzt hier die Oberfläche und ich kann jetzt hier einfach so einen Rundkurs bauen. Ja? So. Und
So, und dieser Rundkurs hier ist jetzt die Gesamtstrecke. Und ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Wenn mein Auto 0,1-fach, also 10% der Gesamtstrecke nur geschafft hat, dann werden die nächsten Zufallswerte mit dem Faktor 1 bewertet. Wenn es die Hälfte geschafft hat mit 0,5, bei 70% mit 0,1, wenn es einmal rumgekommen ist mit 0,07 und alle anderen Werte mit 0,04. Das heißt, je weiter ich komme, umso geringer wird die Änderung sein, die ich habe für das Suchen eines neuen Optimums. Ja, das heißt, wenn das Auto nicht besonders weit kommt, dann mache ich große Änderungen. Wenn es sehr weit kommt, mache ich kleine Änderungen, weil ich schon sehr nah am Optimum bin. Wir erinnern uns an diese Grafik mit diesem Peak in der Mitte. Wenn ich irgendwo ganz weit weg bin von diesem Peak, dann brauche ich größere Sprünge, um dann eben zufällig mal in die Richtung zu kommen, wo es besser wird. Wenn ich aber schon in der Nähe von dem Peak bin, dann mache ich keine großen Sprünge mehr und versuche da möglichst eben an der Stelle in der Nähe zu suchen. Und dann habe ich jetzt noch einen sogenannten Spread definiert, wo ich einfach sage, dieser Spread ist sozusagen der Wert, um den ich meine Zufallszahl eben entsprechend spreize. Ja? Und das ist halt hier der Wert 1, also 1 mal 1, das ist der Startwert, 0,5, 1 mal 0,5 und so weiter. Schauen wir uns das mal kurz an, wo das passiert. So, also ich hole mir ein neues K-Parameter-Set mit einem Spread, das ist der Initial Spread, und da gehen wir jetzt hier K-Parameter-Set. Das ist jetzt hier drin und hier sieht man es recht schön. Also, ich habe einen Zufallswert, der kriegt mir ein Next Double. Next Double ist jetzt ein Wert zwischen 0 und 1 im Double-Bereich. Und der Spread, mit dem multipliziere ich den ganzen Kram. Ja, das heißt, wenn der Spread jetzt 1 ist, ist mein Next Double, mein Gesamtergebnis, was ich bekomme, irgendein Wert zwischen 0 und 1. Wenn der Spread jetzt 3 wäre, dann wäre mein Gesamtwert, den ich bekomme, ein Wert zwischen 0 und 3. Und jetzt mache ich noch was. Ich packe ein Offset dazu. Wenn dieser Offset jetzt minus 0,5 ist, habe ich hier einen Wert zwischen 0 und 1 minus 0,5. Dadurch habe ich einen Wert von dieser Klammer zwischen minus 0,5 und plus 0,5. Und das Ganze multipliziere ich dann jetzt noch mit dem Spread und dann habe ich eben eine beliebige Einstellbarkeit meiner Zufallswerte. Ja, und das passiert einfach hier. So, der Offset ist genau diese Verschiebung 0,5. Der müsste eigentlich auch 0,5 sein. Genau, minus 0,5. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, die Breite meiner Gewichtsveränderung relativ schön einzustellen. So, dann, wenn ich in irgendeiner Form ins Stocken geraten bin, dann möchte ich ja irgendwann mal, dann gehe ich davon aus, dass ich an einem lokalen Maximum gelandet bin. Und dieses lokale Maximum möchte ich wieder verlassen, also muss ich den Spread erhöhen. Und diesen Spread erhöhe ich dann irgendwann in 0,2 Schritten. Ja, das heißt, ich gehe immer breiter, bis ich aus diesem lokalen Maximum rausgehe. Und das Ganze habe ich jetzt hier oben limitiert auf den Wert 2,0. Das heißt, recht viel mehr wie 2. Das Zweifache vom aktuellen Spread macht er nicht. So, was haben wir noch Spannendes? Genau, Enhancement Threshold, das heißt, ich lasse mein Auto einmal rumfahren. Jetzt bleibt es vorher hängen, an einer bestimmten Position. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal durchlaufen, es bleibt wieder an dieser Position hängen. Und dann merke ich, hoppla, ich habe jetzt keine Verbesserung erhalten. Und
nachdem diese Position, wo das Auto dann quasi nochmal einschlägt, nicht immer ganz exakt der gleiche Wert, der gleiche Double-Wert ist, sage ich, ich habe hier einfach so einen Unschärfebereich von 1, ja. Das heißt, wenn er jetzt die Strecke 438 gefahren ist und beim nächsten 438,5, dann wird es aufgrund, weil das Delta kleiner als die 1 ist, immer noch als keine Verbesserung identifiziert. So, dann gibt es noch die Number of Changes, das heißt, wie viel Gewichte verändere ich, ja? Und hier habe ich die Number of Changes Start auf 1, meine ich, gesetzt. Ja, genau, auf 1. Das heißt, ich verändere pro Durchlauf immer nur ein Gewicht. Und das haben wir uns ja auch angeguckt. Wenn ich eine gewisse Zeit keine Verbesserung bekomme, dann drehe ich den Wert hoch. Dann ändere ich irgendwann zwei Gewichte, dann drei, dann vier, bis ich entsprechend eine Verbesserung erhalte und dann gehe ich wieder zurück auf die Startposition. Genau, das waren so die wesentlichen Elemente. Jetzt schauen wir nochmal schnell nochmal ins K rein. Die wichtigste Methode von K ist im Wesentlichen die Move-Methode. Bei der Move hole ich mir meine Outputs aus dem neuronalen Netz, indem ich die neuen Inputs setze. Und die Inputs sind Geschwindigkeit, dann der Winkel von meinem Gesamtauto. Dann habe ich also die Steering Direction, so habe ich es mal genannt, deswegen S. Dann die Distanz links, Distanz rechts und die Distanz Front. Genau, und dann habe ich hier meine Output-Werte und die packe ich jetzt in meine Methoden Accelerate und Steer. Wo haben wir Accelerate und Steer? Ja. Doch hier. Accelerate. Hier normiere ich den Wert noch ein bisschen runter, weil er sonst zu stark reagieren würde. Das heißt, hier stelle ich ein, wie viel Power sozusagen das Auto hat. Und beim Steer ist es einfach so, ich muss es auch ein bisschen runterdrehen, weil wenn ich jetzt einen Wert von, was weiß ich, 0,5 habe, wäre das gleich eine viel zu starkes Einschlagen vom Lenkrad und deswegen wird es hier nochmal entsprechend etwas normiert. So, was haben wir noch? Dann habe ich noch ein paar ja, trigonometrische Funktionen, damit ich die Positionen von den vier Ecken meines Autos finden kann und dann eben die ganzen Berechnungen durchführen kann. Eine Sache ist vielleicht noch ganz spannend. Gehen wir hier nochmal schnell rein. Halt. Draw Field hier. Wo ist die Paint-Methode? Paint. Hier habe ich einen Teil auskommentiert. Wenn man das einkommentiert, sieht man die Linien nach vorne, nach links, nach rechts, wo er eben die Distanz sucht. Aber das ist eigentlich eher, hilft nicht wirklich zur Übersicht. Aber wer es mal auskommentiert, kann man sehen, wo gemessen wird. Das habe ich da nur noch mal reingepackt. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, man kann beliebige Werte oder Kurven zeichnen. Am Anfang wäre oder hier wäre es ganz gut, wenn die einigermaßen auf einer Höhe sind, damit die Startlinie einigermaßen sauber ist. Also, na gut, ganz sauber ist es nicht, aber egal. So, das Auto fährt jetzt und versucht jetzt den Weg zu finden. Das Rote ist immer das letzte Beste. Und wir sehen, es sind große Einstellungen der oder Veränderungen der Gewichte, deswegen rauschen die am Anfang immer ziemlich schnell gegen die Wand und das Beste fährt halt jetzt hier weiter. Und wir sehen, jetzt haben wir schon tatsächlich eine ganz gute Performance hingekriegt. Das heißt, wir haben immer noch sehr starke Veränderungen von unseren Gewichten, weil wir immer noch nicht sehr weit kommen. Das heißt, ich habe immer noch, ich bin nicht, glaube ich, bei 0,5. Der Veränderungen und wir sehen, die meisten kommen jetzt nicht wirklich weiter, weil die Veränderungswerte sehr, sehr hoch sind. So, hier oben links sehen wir jetzt die Generation der Autos. Also ich bin jetzt in der 19. Generation. Das ist die Strecke, die der Beste gefahren hat. Er wird immer noch ein bisschen besser. Das ist meine Spread, also 0,5 war es vorhin.
Und jetzt setzt sozusagen die Optimierung ein, die sagt, Herr, Moment, ich habe jetzt, lande jetzt immer bei 483, ich verändere mich nicht wirklich und ich werde nicht wirklich besser. Und dann wird einfach dieser Spread einfach hochgefahren. Ja? Und jetzt sind wir wieder weitergekommen und dann wird mein Faktor dieses Spreads wieder auf 1 gefahren. Jetzt sind wir wieder, haben uns wieder nicht verbessert. Das heißt, er versucht jetzt die Veränderungsweite wieder zu erhöhen, um eben aus einem lokalen Maximum rauszukommen. So, und das Ganze macht er dann bis zum Wert 2 und wenn es beim Wert 2 immer noch nicht besser wird, dann versucht er zwei Gewichte auf einmal zu ändern. Bis er wieder ein Auto findet, das eben weiterfährt. Schauen wir mal, ob wir diesen Fall jetzt auch noch mal sehen. Also das ist jetzt recht spannend, weil es ist ja ein reines Zufallsprodukt. Also in der Form ist es so noch nie gelaufen. Das heißt, ich weiß selber nicht, wie sich das Auto jetzt verhalten wird. Wir sehen, es kommt jetzt einfach ein bisschen weiter, aber immer noch nicht in einem Bereich, wo man sagen, das läuft wunderbar, weil er jetzt in die Kante nach links fährt, aber ein Auto hat es doch geschafft, ein bisschen weiterzukommen. Und das wird jetzt wieder die Basis sein. Wir haben immer noch sehr hohe Veränderungen, deswegen laufen da einige Autos ganz am Anfang immer gegen die Wand. Aber wir suchen immer noch nach einem Optimum, wo es insgesamt einfach besser läuft. Jetzt sind wir schon wieder am Punkt, wo wir einfach nicht wirklich besser weiterkommen. Das heißt, die Software versucht jetzt, den Spread nochmal zu erhöhen. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, das heißt, wir gehen wieder zurück und so läuft es und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir jetzt die Autos gelernt haben, an der Stelle da unten einfach ein bisschen weiter nach links zu fahren. Und dann kommen wir hier tatsächlich schon weiter. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir einen finden, der hier insgesamt die Kurve, diese S-Kombination ein bisschen besser meistert. Ja. Wir sind jetzt hier beim Spread Value von 0,5 auf 0,1. Das heißt, wir haben jetzt über die Hälfte der Strecke geschafft. Und jetzt werden die Veränderungen auch weniger. Das heißt, wir haben jetzt hier weniger Autos, immer noch genug, aber weniger Autos, die hier einfach am Rand hängen bleiben. So, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir einen, der durchaus einigermaßen sinnvoll tatsächlich rumfährt. Und jetzt haben wir den ersten nach der 38. Generation, der einmal rumkommt. Jetzt haben wir tatsächlich die Spreads sehr weit reduziert auf 0,04. Es landen immer noch genügend Autos am Rand. Und das wäre jetzt dann nochmal eine Aufgabe für eine Optimierung zu sagen, dass ich insgesamt mein Spread noch reduziere auf 0,01. Ich habe das extra als realisiert, dass wir hier an der Stelle einfach rumspielen können. Aber wie wir sehen, haben wir jetzt zwei Autos gefunden, die hier tatsächlich ja, ziemlich weit rumkommen. Und genau, also das wäre jetzt eigentlich die Software. Rumspielen könnte mit dann selber. Was haben wir hier noch? Ich kann jetzt hier eine Straße speichern, öffnen, ich kann sie clearen und jetzt mal gucken, ob es andersrum genauso läuft mit diesen Autos. Wir sehen schon, die tun sich da jetzt härter. Ich habe eine relativ scharfe Kurve eingebaut, aber die Autos haben sich jetzt sehr stark an einen Rechts-, also einen Uhrzeigersinnkurs gewöhnt. Die wurden darauf gefittet, das heißt, wir haben ein sogenanntes Overfitting auf eben diesen Kurs und die Autos müssen jetzt anfangen zu lernen, auch einen Kurs zu fahren, der eine Linkskurve hat, jetzt auch noch mit so einer fiesen Haarnadelkurve. Aber wie wir sehen, ist die DNA schon mal ganz gut von den Autos. Sie lernen relativ schnell, jetzt diese Linkskurve zu nehmen, müssen aber die Priorisierung auf die Linkskurve sehr viel höher ausfahren. Und dann sehen wir schon, irgendwann werden sie es schaffen, dann wirklich auch mal rumzufahren. Und dann läuft es halt hier, was weiß ich, noch ein paar Generationen und dann sind wir, glaube ich, wieder einigermaßen auf Kurs. Ja, das wär's so im Großen und Ganzen. Schaut euch das an. Fahrt
fummelt rum, verändert es gerne. Also ich habe da, wie gesagt, jetzt eigentlich das Hauptaugenmerk bei der Software darauf gelegt, möglichst viele Parameter ändern zu können. Und ja, damit kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Und wie ihr seht, es findet ein Lernen tatsächlich statt, auch wenn es momentan relativ langsam ist. Aber es ist so. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir jetzt zwei Gewichte ändern. Zwei Gewichte auf einmal, in der Hoffnung, dass jetzt eben dieses Steckenbleiben an der Stelle durch die Veränderung von zwei Gewichten auf einmal verhindert werden kann. Schauen wir mal, ob er tatsächlich noch weiterkommt. Ja, haben wir einen jetzt. Jetzt haben wir einen, der eben dadurch, dass jetzt mehrere Gewichte verändert wurden, tatsächlich hier rumkommt. Und wir sehen jetzt schon, der holt hier einfach mehr aus bei dieser Haarnadelkurve. Und jetzt haben wir wieder ein paar Autos, die jetzt den Gesamtkurs nehmen und hoffen, dass wir jetzt eben auch wieder einen finden, der hier früh genug in die Linkskurve reingeht. Und tatsächlich, jetzt haben wir es bei der 68. Generation geschafft, dass wir ja fast rumkommen. Und genau, und da kann man jetzt beliebige Kurse dann noch malen, sie speichern und versuchen zu optimieren. Ja, das war jetzt die Software. Wie gesagt, mehr dazu werde ich jetzt gar nicht erzählen. Ich werde den Code, den ich hochlade, auch entsprechend kommentieren. Und wer Lust und Interesse hat, kann da eben jetzt ja, machen, was auch immer man damit machen möchte. Halten wir das mal kurz an. Ja, und wie gesagt, das war's jetzt für den Einstiegsteil in das Thema neuronale Netze. Nochmal, ich habe es jetzt oft genug gesagt, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal. Das Ganze war primär dafür da, dass wir die inneren Mechaniken von einem neuronalen Netz verstehen. Und das soll uns einfach helfen, dass wenn wir jetzt mit TensorFlow, Keras etc. arbeiten, dass wir eher kapieren, was da im Hintergrund läuft. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten für grundsätzliche mathematische Themen, die wir dann brauchen, um mit TensorFlow sinnvoll arbeiten zu können. Und dann schauen wir uns TensorFlow mal an und versuchen dort einfach ein paar neuronale Netze eben zu realisieren, um zu sehen, wie das dann entsprechend da läuft. Ich weiß noch nicht, ob ich unsupervised dort auch schon machen werde. Auf jeden Fall werde ich das Supervised Learning dann machen, nämlich das Beispiel mit der Schrifterkennung, dass man da einfach mal eine Referenz hat mit unserem eigenen Programm und mit einer professionellen Bibliothek, wo da die Unterschiede liegen. Ja, also insofern, für alle die bis hierher durchgehalten haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Videoreihe wieder, wo es dann darum geht, das Ganze eben mit Python und mit Bibliotheken zu machen. Also bis dahin dranbleiben.